Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Ich habe nämlich getauscht und zwar mit Bavarian Poke World. Die machen auch richtig stabilen Poke-Content, nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Insta. Und wir haben ein bisschen was getauscht und ja, gerade war ich bei der Post, habe das abgeholt. Ich habe jetzt ja auch ein Postfach. Wichtig ist, falls ihr mir Fanpost schicken wollt, schaut bitte da nochmal in die Videobeschreibung. Unten rein haue ich euch nochmal die genaue Adresse. Ich hatte das jetzt so weitergegeben, das kann aber problematisch werden, weil hier mal ein richtiger Name hin muss, weil sonst sein kann, dass die gute Post das nicht zuordnen kann oder will. Ist natürlich totaler Schwachsinn hier, weil die haben ja meine Postfachnummer, aber die wollen auch immer, dass hier der Name auftaucht. Warum das so ist, keine Ahnung, ist auf jeden Fall wichtig, weil ich hatte das jetzt auch, dass ich da auch mit jemandem getauscht habe und da kam das leider nicht an. In dem Fall ist es zum Glück angekommen. Bei den anderen wurde es wieder zurückgeschickt und das ist dann natürlich ärgerlich und Geldverschwendung. So, und was haben wir da Schönes drin? Ihr wisst ja, das eine oder andere fehlt mir noch aus dem einen oder anderen Set. Ich habe mich natürlich jetzt dazu entschlossen, ein Set ganz schnell voll zu machen und zwar, und das ist wichtig, verborgenes Schicksal. Übrigens, der Code hier vorne drauf, der ist noch nicht eingelöst, der ist für euch. Ich habe jetzt nur die Adresse von den beiden Lieben abgedeckt. Das muss ja jetzt nicht jeder wissen. So, und hier, schaut mal, hätte ich das mal eher gewusst. So ein cooler Sticker, Bavarian Poke World. Also nächstes Mal, wenn da Post kommt, klebe ich dann vorher diesen Sticker drauf. Lege ich mal hier hin. Ich packe es auch oben in eine Video-Info-Beschreibung rein, den Kanal. Falls ihr den noch nicht kennen solltet, glaube ich jetzt nicht, weil die sind ja auch schon ein bisschen länger dabei. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ne? Klickt drauf, gönnt euch. Richtig, richtig cool. Bums, erst schmeiße ich schon weg. Hier so liebevoll gestaltete Sticker, sowas kriege ich ja gar nicht hin, aber die Steffi ist da wirklich begabt. Richtig cool. Ich wünschte, ich könnte sowas auch. Aber ihr seht es ja schon an meinen Thumbnails. Das ist ja wirklich so dilettantisch, also was ich hier mache. Unglaublich. So, hier, Steffi und Philipp. Ne? Nochmal liebe Grüße an euch. Ist ja cool. Die liebe Steffi hat ja auch, ja, wie nennt man das? Mein Avatar, genau, mein Avatar gestaltet. Weil vorher hatte ich da auch nur Burkeknecht 90 draufstehen, weil ich kann sowas nicht. Guck mal hier, richtig cool, richtig unterschrieben. Sogar ein QR-Code. Ne? Versucht es mal mit einem QR-Code, ob das funktioniert. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Ich kann sowas leider nicht. Ich denke mal, bei den beiden wird es dann auch ein kleines Video geben. Auf dem Kanal von denen. Zu dem, was ich denen geschickt habe. Wir haben nämlich komplett Sachen aus verborgenem Schicksal getauscht. Nicht, dass wir jetzt beide oder wir drei jetzt verborgenes Schicksal komplett hätten. Das haben wir jetzt so zusammengeklebt. Die Toploader. Und die haben es in einen Toploader reingepackt. So ist das. Meine Güte. Ihr macht es mir aber auch echt schwer, ihr Lieben. Die Karte nicht beschädigen. Bei meinem Glück. Ihr wisst ja, ich bin auch so ein Grobmotoriker. Das ist ganz, ganz übel. Und dann irgendwie die zu packen kriegen. Und interessantes Sleeve-System und da ist sie. Leute, das Elektroball. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber ich habe es einfach nicht gezogen. Richtig gut. Ihr seht, wenn ihr mit den beiden tauscht, die Kartenqualität ist top. Sehr verlässlich. So. Und ja, auch diese Karte, der Kraterberg, fehlte mir leider noch. Jetzt fehlen mir zwar immer noch drei Goldkarten, aber wenigstens schon mal eine Secret Rare weniger. Und die Karte ist so schön, schaut es euch an. Wir haben ja Zeit. Ist ja nur so ein kleines, kurzes Video, wo ich euch in dem Sinne zwei Karten zeige. Geil, oder? Ist das eine schöne Karte oder ist das eine schöne Karte? So gelungen und auch dieser Holo-Effekt, ein Traum. Ja, ihr Lieben, das ist ja auch schon das gewesen, was wir getauscht haben. Nicht viel, aber es kommt ja auch nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Ja, lieben Dank nochmal an Philipp und Steffi von Bavarian Poke World. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Die machen richtig coolen Content. Und ja, ihr seht, ne? Also die Steffi, die hat richtig was drauf. Herzlichen Dank auch nochmal für meinen Avatar, ne? Ich meine, mein Kanal ist jetzt ja ein Jahr alt und ja,
Herzlichen Dank dafür nochmal. Und für alle die mir Fanpost schicken wollen, wichtig, hier beim Postfach drauf achten, nicht nur Pokeknecht 90 schreiben, das könnt ihr also eigentlich weglassen, sondern dann meinen Namen draufschreiben, steht unten in der Videobeschreibung drin. Ne? Also falls ihr mir Fanpost schicken wollt, ich freue mich und dann öffnen wir die auch in so einem kleinen Video. Also ihr Lieben, macht's gut, euer Pokeknecht 90, ciao.